Hallo, liebe Leute, liebe Mäuse. Hallo, liebe Mäuse, und herzlich willkommen zu Martin Läuft Episode 92. Und wie ihr am Titel seht, ich bin zweimal gelaufen und einmal habe ich es nochmal geschafft, unter 70 Minuten zu laufen auf 10 Kilometer. Das war sehr, sehr toll. Was ist sonst noch passiert? Ich war diesmal ganz viel in Bayern und auch an den Grenzen von Bayern unterwegs. Also da war ich auf der einen Seite mal in Bad Tölz und da habe ich nämlich die Kühe gesehen. Auf der anderen Seite war ich aber auch in Mittenwald und da habe ich eigentlich ein Video von mir gemacht, aber man sieht gar nicht, wie schön das dort ist. Deswegen habe ich nochmal ein Foto gemacht. Genau. Miau hat geschrieben und hat gemeint, ja okay, aber die Titel sollten ja gar keine Clickbait-Dinger sein, sondern wirklich, dass man erkennt, welche Folge es war. Deswegen haben wir das nochmal geändert, ich. Und vielleicht noch zum letzten Mal, Enemy is a Love Story. Das ist natürlich der Titel von einem Buch von, wie heißt denn komplett, Isaac Singer, hat dafür auch den Nobelpreis bekommen und ist wirklich ein sehr, sehr tolles Buch und hat vor allem, jeder, der den Film Earthlings gesehen hat, hat diese Textzeile drin. Ich hoffe, die finde ich jetzt auf die Schnelle. Machen wir kurz Pause. Da habe ich auch schon die Stelle. As often as Herman had witnessed the slaughter of animals and fish, he always had the same thought. In their behavior toward creatures, all men were Nazis. The smugness with which man could do with other species as he pleased exemplified the most extreme racist theories. The principle that might is right. Vielleicht ganz kurz als schlechte aus der hohlen Handübersetzung. Also so oft wie Herman Zeuge vom Schlachten von Tieren und Fischen war, hat er immer den gleichen Gedanken, dass das Verhalten gegenüber Kreaturen alle Menschen gleich waren, und zwar Nazis. Mit dem Verhalten, dass Menschen mit anderen Spezies umgehen konnten, wie sie wollten, zeigten sie, dass das waren sie ein Paradebeispiel dafür, für die extremsten rassistischen Theorien und Prinzipien, und zwar, dass Macht gleich Recht ist. Genau. Und trotzdem ein sehr tolles Buch. Es geht um einen Holocaust-Überlebenden, der genau damit auch hadert, dass er halt im Holocaust oder in der Shoah nicht umgebracht wurde, aber mit dem Verhalten der Deutschen hadert. Und jetzt lebt er in den USA und versucht, diese Traumata mehr oder weniger zu überstehen. Sehr, sehr interessantes Buch. Genau. Und was ist sonst noch passiert? Ich habe meine Arbeitskollegin besucht. Am Freitag im bayerischen Niemandsland. Dann war ich noch im Englischen Garten, dann hat es ganz viel geregnet, aber es war trotzdem schön. Und sonst bin ich nicht laufen gegangen, weil es so viel geregnet hat. Und ich habe schon mal bewiesen, dass ich im Regen laufen kann. Und
Ich hatte heute aber keine Lust, im Regen zu laufen. Deswegen sind wir bei dieser Woche nur bei 21 Kilometern. Mein Gewicht liegt jetzt bei 99,5 Kilo. Yay. Das ist schon gut so. Ich habe mir jetzt immer gesagt, ich wiege mich einfach direkt nach dem Laufen. Natürlich ist das vorteilhafter für mich. Aber es ist zumindest immer gleich und zumindest sehe ich die Tendenzen. Dann habe ich heute noch lauter so alberne Schmarrn gemacht, wie alle meine Hemden mal gebügelt und dann habe ich mir Kleiderbügel gekauft und habe die aufgehangen. Weil, was mir auch aufgefallen ist, wenn die Hemden nur im Schrank liegen, dann zerknittern die so oder so. Und das ist ein bisschen blöd. Genau. Ansonsten, ich hatte jetzt 4 Tage frei, das war sehr, sehr gut. Das hat sehr, sehr gut getan und hat auch ein bisschen Ruhe reingebracht. Und ja, genau. Ich weiß immer noch nicht, wie ich unter Wasser laufen soll. Aber das Schöne ist ja, dass bald die Schwimmbäder wieder aufmachen und da kann ich es mir genauer überlegen. Und außerdem geht jetzt immer mehr alles Mögliche in normales Leben über. Und das ist ja auch schon mal ganz gut. Ja, das war's. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wenn ihr es noch nicht habt, abonniert den Kanal und drückt die Glocke, damit ihr es auch immer wieder seht, wenn ein neues Video rauskommt. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche und wir sehen uns nächsten Montag wieder. Ciao. So, das Video ist jetzt vorbei, aber natürlich habt ihr die Möglichkeit, hier oder hier oder hier oder hier noch andere Videos anzuschauen, Staffeln anzuschauen, den Kanal zu abonnieren. Und natürlich könnt ihr hier auch noch unter Martin Läuft, unter herrefilms@gmail.com eure Herausforderung reinstellen. Und natürlich werde ich auch irgendwann wieder den Bart ein bisschen mehr verlieren und auch die Matte hier oben ein bisschen mehr verlieren, wenn die Krise wieder ein bisschen zu Ende geht. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Like das Video, abonniert den Kanal, schreibt einen Kommentar, das würde mich sehr freuen. Zu den ganzen Themen, die ich da wahrscheinlich besprochen habe. Aber da das ein Video ist, das jetzt nach jedem Video kommt, vielleicht habe ich auch andere Themen besprochen. Ich weiß es noch gar nicht, weil die anderen Videos noch gar nicht gedreht wurden. Gut. So.